Hi, ich bin's wieder, eure Nele, und ich berichte euch heute zusammen mit Lukas vom internationalen Lukaskinder Filmfestival, welches zum 35. Mal stattfindet. Heute schon um 9 Uhr die erste Weltpremiere im Deutschen Filmmuseum. Der Film kommt aus Schweden und heißt Brokiga. Der Trickfilm ist auch schon für junge Kinobesucher geeignet, deswegen haben wir hier heute auch Kindergartenkinder zu Besuch. Aber nicht nur sie haben den Weg hierher gefunden, nein, auch Stina Wirsen, die die Figuren zum Film gezeichnet hat. Stina, ich muss jetzt Englisch reden, weil Stina kann nur Englisch. Stina, could you tell us, what does Brokiga mean? Like, Brokiga is the Swedish word for motley, multicolored, multi-pattern. Okay. We like that. We like a lot of colors, a lot of patterns, and the fact that everybody can be the ones that they are and to be proud of themselves. That's the whole idea of the Brokiga films. Und während der Film jetzt läuft, wird schnell klar, man kann nicht nur zuschauen, sondern man kann auch mitmachen. We are so happy that so many children were here, and the adults as well. But we were so happy that you were in the movie with us, and that you understood that you could shout and scream and sing with us and do some gymnastics. So we're very happy to see that and to hear that. Thank you so much. Nach dem Film können die Kinder im Foyer der Produzentin und der Regisseurin Fragen stellen. Aber damit nicht genug, denn natürlich wird bei Stina Wirsen auch gemalt. So also lernen die Brokigas laufen. Okay, früher gab es ja die Bücher von den Brokigas. Wie kamt ihr darauf, das zu verfilmen? Well, the Brokiga characters have been existing for 10 years as books. And exactly these characters that are in the film has been existing for like books or in books for 2 years. So the Brokiga world is very big, and there are hundreds or thousands of little Brokiga characters. So this is just five of them. And also we have done movies before called the Who films, so it was natural to bring these out to life, to be animated and also moving on the pictures. Yes. Okay, und ihr habt den Film sehr interaktiv gestaltet. Wie kamt ihr darauf? Es ist ja eine tolle Idee. We think it's because when you're young, the young audience of 3 to 5 years old or 2 to 2 year old, it's have a hard time to sit still for a long time. So therefore, we want to have them to be interactive with with the screen, so they can jump and they can do the gymnastic and also to guess. They can ask things. Yes, and they can shout. And so we wanted to try that. Nach dem Interview zeichnet Stina uns noch unsere eigenen Brokigas. Ich berichte euch heute aus dem Lukas-Aktivbereich. Das hier ist die Kika-Trickbox, das ist Maurice und das da ist ein Brokiga. Wenn ich die beiden da hinlege und bewege, macht diese Kamera ein paar Fotos von denen. Und dann werden die auf dem Laptop gezeigt. Daraus entsteht ein Trickfilm. Eine tolle Sache, oder? Findet ihr nicht? Das war's für heute. Es war ja wieder ein aufregender Lukas-Tag. Und morgen, der wird genauso aufregend. Deswegen schaltet wieder ein. Tschüss!